Willkommen zu einer Verbrauchsfahrt. Heute mit einem, sagen wir mal, Crossover-SUV, denn so nennt es auch Subaru, und zwar den Subaru XV. In unserem Fall mit der größeren Motorisierung, das heißt ein Vierzylinder Boxer, 156 PS und in der Ausstattungslinie Exclusive Plus, also der Top-Ausstattung. Was wir jetzt rausfinden wollen ist, was braucht er eigentlich? 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und auf der Autobahn. Hallo und willkommen. Wieder eine Verbrauchsfahrt und diesmal in einem Subaru XV. Und zwar im aktuellen Modelljahr und dieses kleine, naja, man sagt Crossover-SUV, wobei ich immer finde, das ist ein bisschen ein komischer Begriff, hat einen Boxermotor an Bord, nämlich ein 2 Liter Vierzylinder Boxer. Der leistet hier bei uns im Auto 115 kW bzw. 156 PS, hat 196 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist jetzt nicht so der Hit, aber das Fahrzeug hier hat ein sogenanntes Lineartronic-Getriebe, also ein stufenloses Automatikgetriebe und, ganz wichtig beim XV, immer serienmäßig Allradantrieb an Bord. Und übrigens, dieses Automatikgetriebe ist ebenfalls Serie. Subaru gibt den Verbrauch von unserem XV an mit 6,9 Liter auf 100 Kilometer. Und jetzt schauen wir mal, was unser Benziner dann tatsächlich braucht bei unserer Fahrt 100 Kilometer. Über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Wie immer habe ich bei mir im Fahrzeug die Klimaanlage fest eingestellt. Hier im Auto spannenderweise nur auf 20,5 Grad, weil ich finde tatsächlich, dass das dann dem Auto warm genug ist. Und habe die Lüftung auf kleinste Stufe, damit das Lüftergeräusch sich im Rahmen hält und wir nicht die ganze Zeit nur den Ventilator hören. Und natürlich fahre ich wie immer angepasst, das heißt da, wo ich darf, 100, wenn es denn geht. Auf der Autobahn 130 bis 150, je nachdem, was der Verkehr und die Beschilderung sagen. Und in der Stadt selbstverständlich 50, beziehungsweise da, wo wir müssen, auch 30. Und jetzt schauen wir mal, wie sich unser Subaru denn so schlägt. Wenn wir uns die Front des Subaru XV anschauen, dann fällt zuerst einmal auf, wir finden ja natürlich den typischen Subaru Kühlergrill und natürlich das große Subaru Logo. Wichtiger ist aber bei unserem 1,80 Meter breiten Crossover SUV, wie Subaru es bezeichnet, dass der Wagen relativ hoch auf der Straße steht. Und das fällt bereits von vorne deutlich auf. Und um dem Auto so ein bisschen den robusteren Look zu geben, haben wir hier den unteren Teil des vorderen Stoßfängers abgedunkelt und das sorgt einfach für so ein bisschen Charakter an der Front. Ganz wichtig außerdem, der Wagen hat diese typischen Subaru Hauptscheinwerfer, die so ein bisschen diesen Falkenblick imitieren sollen und damit so ein bisschen Aggressivität vermitteln. Außerdem wichtig, die sind im Standard, also in der Basisversion des Fahrzeugs, ausgelegt als Halogenscheinwerfer. Jedoch bereits ab der zweiten Ausstattungslinie, nämlich Komfort, gibt es hier bereits LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Ich finde ja, dass Subaru doch eine Menge geschafft hat, gerade was das Thema Interieurdesign angeht. Da haben sich die Kollegen wirklich entwickelt. Ich finde nach wie vor nicht, dass sie auf dem Stand sind von zum Beispiel deutschen Premium-Herstellern, aber es ist tatsächlich viel passiert. Und jetzt muss ich als allererstes mal meinen Lane Assist ausschalten, denn sonst nervt er uns die ganze Zeit. Wenn ich mir das Auto hier so anschaue zum Thema Materialien und Verarbeitung, der Subaru ist insgesamt ja moderner geworden, als sie es früher waren, finde ich. Wir finden hier relativ viele Soft-Touch-Materialien, wir finden hier Kunstleder, wir finden, wie ich finde, sehr schöne orangefarbene Kontrastnähte, die das Auto einfach von innen so ein bisschen aufwerten. Das haben wir zum Beispiel hier am Lenkrad oder sogar oben am Armaturenbrett und natürlich auch auf den Sitzen. Und wir haben hier oben in die Auflage hier ist weich, leicht weich, also nicht wirklich richtig soft, aber ein bisschen gepolstert. Wir haben ein Armaturenbrett, das aus Soft-Touch-Materialien ist. Wir haben aber natürlich auch Kunststoffmaterialien, wie zum Beispiel hier im unteren Bereich der Tür. Da gibt es dann Kunststoff hier, obere Bereich, der ist zwar gepolstert, aber ist dann doch drumherum ein bisschen Plastik. Und wir haben typisch Subaru hier oben zusätzliches Instrumentenpanel. Auch davor die Auflage ist Kunststoff und sieht so ein bisschen aus wie Gummi. Mag ich nicht besonders gerne, finde ich nicht so hübsch. Ist vor allen Dingen ein echter Staubfänger, aber egal. Ansonsten so die Anmutung im Auto, finde ich, hat sich positiv verändert. Der XV, finde ich, macht innen für Subaru doch einen sehr modernen Eindruck. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir jetzt hier im Auto auch ein paar mehr Displays finden, als wir es früher gewohnt waren. Wir haben zum Beispiel zwar Rundinstrumente im Cockpit, die gut ablesbar sind, aber wir haben in der Mitte ein kleines Display,
das uns zum Beispiel anzeigt, welche Assistenten gerade aktiv sind, das uns selbstverständlich, so wie jetzt gerade auch, den Verbrauch, die gefahrene Strecke und die Reichweite anzeigt. Das kann ich aber per Knopfdruck anpassen und kann eben sagen, so wie jetzt, ich möchte zum Beispiel wissen, was habe ich an Reifendrücken, was habe ich hier für gerade eine aktuelle Geschwindigkeit oder welche vorgegebene Geschwindigkeit ist da, welche Fahrzeit habe ich und natürlich auch, was habe ich für einen aktuellen Verbrauch oder was habe ich für einen Durchschnittsverbrauch. Darüber hinaus haben wir im Fahrzeug verbaut in der Basis bereits einen über 6 Zoll großen Touchscreen als Infotainment-System. Der kommt serienmäßig, übrigens ebenfalls serienmäßig. Apple CarPlay, Android Auto und digitales Radio. Alles im Standard mit dabei beim Fahrzeug. Und dann gibt es auch ein größeres Navi, das haben wir hier drin. Das ist das 8 Zoll System. Das bietet dann zum Beispiel auch schon einen zusätzlichen USB-Anschluss. Vorher gab es nur einen, mit dem gibt es zwei. Und darüber hinaus haben wir dieses obere Instrumentenpanel, das wir von den Subaru-Fahrzeugen kennen. Auch das ist eine digitale Anzeige, die mir jetzt zum Beispiel Informationen gibt, wie Wassertemperatur, Öltemperatur, Außentemperaturanzeige, eingestellte Temperatur der Klimaanlage und auch Uhrzeit. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt sage, ich drehe an der Temperaturanzeige der Klimaanlage, dann springt es um und gibt mir zu dieser Einstellung dann die jeweiligen Detailinfos etwas größer. Finde ich persönlich sehr schön. Vor allen Dingen hat es wie immer bei Subaru so einen richtigen Schirm drüber, sodass da tatsächlich keine Sonne reinkommt und dieses Display, das glaube ich 6,3 Zoll groß ist, wirklich immer gut ablesbar bleibt. Und das ist halt so ein bisschen, wie ich finde, typisch Subaru, dieses zusätzliche Display hier oben, das so tief im Armaturenbrett sitzt. Wie gesagt, jetzt nicht mehr ein Rundinstrument mit Rundinstrumenten, sondern jetzt eben voll digital, aber damit gut ablesbar und eben auch etwas variabler. Jetzt haben wir ein paar Worte zum Thema Motor und Getriebe. Im Grunde genommen hat der XV mit dem 156 PS Boxermotor genug Kraft. Die Lineartronic sorgt dafür, dass dass praktisch die Übersetzung immer im optimalen Bereich liegt und weil wir hier eben diese Plus-Version fahren, haben wir hier auch die Möglichkeit, noch über die Schaltpedals am Lenkrad sogar, sag mal, Stufen vorzuwählen. Das sind, glaube ich, 6 Gänge, die man vorwählen kann, um das Auto so ein bisschen sportlicher zu fahren. Wichtig zu wissen ist, dass eben bei dem serienmäßigen Allradantrieb auch ein sogenanntes Torque Vectoring dabei ist. Das heißt, das Fahrzeug gibt dieses Drehmoment, die Kraft dahin, wo ich sie gerade brauche, immer abhängig von dem Fahrbahnuntergrund und der Beanspruchung. Und damit fährt sich der Wagen wirklich sehr sicher und hat natürlich, wenn es dann ins Gelände geht, gerade mit dem sogenannten X-Drive an Bord, wirklich große Vorteile. Aber diese Lineartronic, die ist so abgestimmt, die soll Sprit sparen und soll trotzdem das Auto agil halten. Ob die Sprit spart, das finden wir raus beim Fahren, aber ob agil ist der Wagen damit nicht. Also wenn ich hier drauf trete, hier voll durchtritt, ist er laut, aber so richtig knacken, das tut er einfach nicht. Er macht einfach nur Lärm und zieht dann an, aber eben sehr gemütlich. Und was ganz spannend ist, wenn ich eben so ein bisschen auf dem Gas bleibe, dann beschleunigt er, böse gesagt, moderat, aber dieser Lärmpegel und die hohe Drehzahl, die bleibt eine ganze Zeit. Das finde ich persönlich ein bisschen, naja, unschön. Ist aber eine typische Geschichte für diese Art von Getriebe. Und ich habe gerade gehört, dass wir davon in Zukunft, gerade bei japanischen Herstellern zum Beispiel, mehr sehen werden sollen. Ob das passiert, wird die Zeit zeigen. Was ich halt ganz spannend finde, ist, dass ich ja diese Lineartronic, also ein stufenloses Getriebe habe, das immer die optimale Übersetzung liefern soll, aber trotzdem kann ich eben schalten. Mich würde jetzt mal interessieren, wie tritt der Wagen eigentlich an, wenn ich einfach mal runterschalte. Das mache ich jetzt mal. Schalte mal 2 Gänge runter. Aber auch hier ist einfach so ein bisschen, ich glaube, das Einfachste, um es zu erklären, ist dieses Wort entkoppelt. Das heißt, du hast nie das Gefühl, dass der Wagen jetzt Klack macht und Gas gibt. Sondern es ist immer eine Unabhängigkeit da zwischen gefühlter Beschleunigung und Motordrehzahl. Das ist immer unverhältnismäßig. Das hatte ich, ein ähnliches Gefühl hatte ich mit dem Honda CR-V mit dem Hybrid. Da war es auch so, aber auch da war es so, oder auch, werden wir sehen, dass das System, das da verbaut wurde, dafür gesorgt hat, dass der Wagen extrem sparsam war. Ich bin tatsächlich hier mal gespannt. Wir haben jetzt die ersten 21 Kilometer hinter uns und sind aktuell bei einem Verbrauch von 6,3, die das Auto anzeigt. Das sind über Land bei normaler Fahrt
immer noch 0,6 Liter weniger als der angegebene Durchschnittsverbrauch. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich bin mal sehr gespannt, zum Beispiel, wie sich das dann auf der Autobahn oder in der Stadt darstellt. Was übrigens noch ganz spannend ist bei dieser Lineartronic, so wenig bissig, wie die im normalen Fahren ist, so direkt ist sie beim Anfahren. Wenn ihr also mit dem Auto zum Beispiel rückwärts aus der Parklücke fahrt oder aus der Einfahrt oder fahrt gerade vorwärts los, dann habt ihr das Gefühl, ihr tretet aufs Gas und fahrt ein Elektroauto. Also der geht sofort los. Es dauert nicht lange, aber geht sofort los. Und das finde ich auch ganz spannend. Das ist tatsächlich etwas, an das man sich erst gewöhnen muss. Wie jetzt gerade, die ersten paar Meter ist so, hups, und dann passiert das, was jetzt passiert. Drehzahl nicht irgendwie nicht gleich mit Beschleunigung. Aber beim normalen, gemütlichen Fahren ist das kein Nachteil. Das ist halt nur für alle gedacht, die so ein Auto kaufen und damit eben auch vielleicht mal ein bisschen dynamischer fahren. Wenn ihr das wollt, dann kann das schon ein bisschen stören zum normalen Dahincruisen. Da funktioniert es super und da ist auch das Thema Lärmpegel durch Motor im Auto eigentlich kein Thema. Dieses EyeSight-System, das bietet mir unter anderem auch ein Warner, also ein Spurhalteassistenten, den es aktiv gibt, das heißt, der führt zurück auf die Spur, den man aber natürlich nicht immer anhat. Und wenn man dann trotzdem mal über die Mittellinie fährt, dann ertönt hier so ein wunderschönes Piepsignal im Auto, wird auch optisch hier und wird auch optisch nochmal gewarnt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das komplett abschalte. Ich weiß nur, dass mich das wahnsinnig macht. Jedes Mal, wenn ich an die Linie ranfahre, so wie jetzt, kommt ein Piepen und ich sehe im Display vorne die Anzeige. Ich würde das gern ausschalten wollen. Gerade wenn man so über Land huscht, dann kann man ja schon mal die eine oder andere Kurve so ein bisschen enger nehmen. Da wäre es ganz schön, wenn man das komplett abschalten könnte. An der Seite schauen wir zuerst mal auf die Felgen. Der Subaru XV kommt mit der kleinen Motorisierung serienmäßig auf 17 Zöllern, in unserem Fall mit dem großen Motor serienmäßig auf 18 Zoll Felgen daher. Und natürlich, um das Auto robust dastehen zu lassen, finden wir an der Seite hier die typischen Rathausbeplankung und da unten den unteren Schweller in schwarz abgesetzt mit einer Beplankung. Wichtiger beim Fahrzeug ist, der liegt extrem hoch und das sieht man zum einen hier an dem Platz, den wir in den Rathäusern haben, zum anderen aber, wenn wir uns den Unterboden anschauen, denn wir haben hier 22 cm Bodenfreiheit und dazu kommt noch der Allradantrieb, der serienmäßig an Bord ist und das Torque Vectoring System und der spezielle Offroad Modus und damit kann man mit dem Subaru XV auch da noch Offroad unterwegs sein, wo manch anderes SUV längst an seine Grenzen stößt. Wenn wir uns den Wagen insgesamt anschauen, der ist 4,47 Meter lang, 1,62 Meter hoch. Und dabei hat das Fahrzeug einen Radstand von 2,67 Meter. Und das kann man sehen, wir haben vorne und hinten doch schon noch ein bisschen mehr Überhang als so als bei manch anderem Auto. Was aber besonders auffällt und worauf Subaru sehr viel Wert legt, das ist der Übergang hier vom Dach mit dieser stark abfallenden Linie, die auch durch die Scheibengrafik nochmal unterstützt wird. Und das soll dem Auto so ein bisschen sportiven Charakter geben. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mir das Auto von der Seite anschaue, völlig egal, ob es mir gefällt oder nicht, es fällt mir echt schwer, den als SUV zu charakterisieren, weil mir fehlt diese kantige Form, die ich bei dem SUV einfach ja, passender finde. Deswegen nennt Subaru ihn wahrscheinlich auch ein Crossover-SUV. Die Ausstattungslinien für den XV, die heißen Trend, Komfort, Exclusive und Exclusive Plus. Und ganz wichtig ist, dass bereits in der Basisausstattung das Auto wirklich richtig gut ausgestattet ist. Da gibt es zum Beispiel die Automatik serienmäßig, es gibt einen Allradantrieb serienmäßig, es gibt das sogenannte EyeSight-System, also dieses neue kamerabasierte Sicherheitsassistenzsystem serienmäßig. Es gibt bereits dann schon das Navi, das normale Navi. Es kommen viele, viele Dinge, die das Auto, zum Beispiel eine Klimaanlage, Tempomat, das ist alles schon serienmäßig mit drin. Ich würde aber jedem raten, mindestens die Komfortvariante zu kaufen, denn dann gibt es noch mal ein bisschen mehr und das lohnt sich tatsächlich, weil dann ist das Auto im Grunde genommen schon voll ausgestattet. Da braucht man nicht mehr wirklich viel im Fahrzeug dazu zu kaufen und hat wirklich ein Rundum-Paket, das einfach Sinn macht. So gehört zum Beispiel dann auch schon bereits ab der Komfortausstattung unter anderem das große Navigationssystem mit zur Basisausstattung. Schauen wir uns doch mal die Platzverhältnisse von unserem Subaru XV an. Ich sitze hier als Fahrer, wie ich finde, wirklich vernünftig. Also ich bin fast 2 Meter groß, 1,95 so um den Dreh. Sitze wirklich vernünftig im Auto, kann mich überhaupt nicht beschweren, kann das Lenkrad gut einstellen. Die Sitze sind auf jeden Fall bequem, bieten für mein Dafürhalten ein bisschen zu wenig Seitenhalt, da hätte ich gern ein bisschen mehr. Und was die Platzverhältnisse angeht, sieht es beim Beifahrer ganz genauso aus.
Wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns wie immer nochmal bei einem separaten Stopp an. Fakt ist aber, dass ich trotz meiner Größe auch hier noch ein bisschen Kopffreiheit über habe. Das ist nicht viel, das sind so 2 cm, aber es reicht und ich habe hier ein Schiebedach im Auto. Das müsst ihr vielleicht einfach mal ausprobieren beim Händler, ob das ohne Schiebedach nochmal mehr Raum bedeutet und ob ihr es wirklich haben wollt. Aber ansonsten kann ich mich hier vorne vom Platz her überhaupt nicht beschweren. Wie gesagt, Sitze, man sitzt gut und sitzt bequem. Die Kopfstütze hat eine vernünftige Höhe, die kann man übrigens nach vorne verstellen, was ich ganz praktisch finde, denn dann kann ich so ein bisschen mir das so anpassen, wie ich es haben möchte. Ich hätte sie gerne ein bisschen höher, kriege ich aber aktuell nicht. Aber ansonsten fühlt man sich ja wohl. Wie gesagt, ich hätte gern ein bisschen mehr Seitenhalt. Das kann aber auch wieder an meiner eigenen Bauform liegen, dass ich einfach nicht so tief im Sitz liege oder sitze, wie man das vielleicht von kleineren Menschen kennt. Aber ansonsten, wie gesagt, richtig vermissen tue ich hier nichts. Unser XV, der ist übrigens lackiert in der Farbe, die nennt sich Cool Grey Khaki. Die kostet normalerweise 200 Euro Aufpreis. Bei uns jedoch scheint sie aufgrund der Ausstattungslinie im Preis inbegriffen zu sein. Bin mir nicht so ganz sicher, für mich ist das so ein bisschen eine Mischung aus Babyblau und Hellgrau. Nicht so ganz meine Farbe. Es gibt aber für den zum Beispiel auch ein Orange und dann sieht er richtig klasse aus. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Heck anschauen, dann finden wir zuerst einmal die Rückleuchten hier, die wieder so ein bisschen von der Form erinnern an die Hauptscheinwerfer. Und wichtig ist, ab der Ausstattungslinie Komfort sind hier die Bremsleuchten in LED ausgeführt. Außerdem am Heck auffällig wieder diese schwarzen Bereiche, die dem Auto einfach nochmal Kraft geben sollen. Und der angedeutete Diffusor in der Mitte. Was ich finde, ist, das Auto steht gerade von hinten so sehr hochbeinig. Da erinnert mich ein bisschen an Storch. Aber dafür, wie gesagt, kann er eben Offroad-mäßig mehr als viele andere. Wir haben jetzt, wie ihr das vielleicht schon kennt, auf unserer Runde die 25 Kilometer überschritten, bisher Landstraße, sind jetzt bei einem Durchschnittsverbrauch von 6,5 Liter auf 100 Kilometer, also immer noch unter dem angegebenen Wert von 6,9. Und fahren jetzt gleich auf die Autobahn. Auf der Autobahn werden wir wie immer mal durchbeschleunigen, um mal zu gucken, wie der Wagen da geht, wenn man eben bei Tempo 60, 70 Vollgas gibt. Und werden uns dann immer wieder einpendeln auf die Richtgeschwindigkeit oder knapp darüber. Denn man kann mit dem Auto oder sollte mit dem Auto auch Langstrecken gut fahren können. Bin dann aber mal sehr gespannt, wie sich eben jetzt der Verbrauch verändert auf der Autobahn. Ob er da immer noch so positiv auftritt, wie er das jetzt gerade hier macht. Aber das erfahren wir in ein paar Metern, denn jetzt geht es gleich auf die Autobahn und dann schauen wir doch mal. So, da ist die Auffahrt. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit unseres XV ist übrigens 197 Stundenkilometer. Und jetzt geht's mal los. Wollen wir mal schauen, was macht er? Also ihr hört viel Drehzahl, 6 bis 6000 geht er, 6,2 sogar. Wir sind jetzt bei 120 erst, also hört sich nach mehr an, oder? Oh, jetzt sind wir bei 140, jetzt kommen Windgeräusche dazu. Aber da seht ihr, die Beschleunigung vom Auto ist angegeben von 0 auf 100 in, ich glaube, 10,1 Sekunden, also kein echter Renner. Und das merkt man hier eben jetzt auch. Wir sind jetzt wieder bei 180. Was er macht, er liegt immer noch gut. Und jetzt schaltet er mal gar nicht mehr. Das heißt, er fährt hier bei 190 im Bereich 6100 Umdrehungen. Versuch mal hochzuschalten, geht. Ich könnte noch einen hochschalten, macht aber nicht von alleine so lange, wie ich voll auf dem Gas stehe. Wie ihr hört, es wird dann hier im Auto auch laut. Und das ist der Motor. Der Motor, der macht wirklich einen gedämpften, aber dennoch einen Lärm. Und das Auto gibt auch jetzt noch bei 150, 145 immer noch ordentlich Windgeräusche. Von daher würde ich sagen, bei 130 sicherlich ein Auto, mit dem man auch gemütlich Langstrecken fahren kann. Bei 150, 160 ein bisschen lauter. Und wie gesagt, völlig ungewohnt ist eben dieses Thema Drehzahl, dass der einfach weiter mit 6200 Umdrehungen nagelt. Wenn ich nicht manuell hochschalte, passiert da nichts. Finde ich ein bisschen sonderbar. Aber auf der anderen Seite ist eben kein Auto für als Hochgeschwindigkeitsreisefahrzeug ausgelegt. Also von daher passt es schon. Jetzt versuchen wir mal unser EyeSight-System zu aktivieren. Gucken. So, müsste jetzt eigentlich irgendwann mal kommen. Ah, das war's schon. Ist der, jetzt hat er die Strecke erkannt. Mal gucken, was er macht. Wir probieren das mal aus. Ob er denn auf der Piste bleibt. Ich setze mal auch mal den Tempomaten bei 100 und... Aha, Hände ans Lenkrad. Da ist er sehr viel schneller als andere. Ah, den muss man erst anschalten. So, wir machen das jetzt an. Übrigens, das EyeSight-System sehe ich auch hier oben auf dem Zusatzmonitor, dass das aktiviert ist.
finde das da ein bisschen schade, weil das den, sobald es an ist, den Rest des Monitors für sich einnimmt. Da bleibt oben nur noch so eine kleine Kante über mit Informationen. Aber egal, jetzt setzen wir mal unsere Geschwindigkeit auf 130, sagen wir mal nett. Lass ihn mal laufen, mal gucken, was er jetzt macht, wie schnell er kommt mit der Meldung, ich soll das Lenkrad anfassen. Also er bleibt in der Spur, aber was fällt euch auf? Der Wagen, der pendelt. Jetzt fährt er rechts die Kante. Jetzt soll ich wieder anfassen. Mach ich jetzt mal. Pass auf, jetzt gucken wir uns gleich nochmal an. Überholen wir mal den LKW. Dann könnt ihr nämlich was sehen, was nicht so schön ist. Guck, ob das so bleibt. Es müsste gleich nochmal ein neueres Stück Autobahn kommen. Wir sind immer noch bei 130 und ist immer noch aktiv. Und jetzt gucken wir mal kurz, was er jetzt macht. Ob er auf der Spur Mitte bleibt oder nicht. Jetzt geht er nach links, lenkt gegen. Okay. Er lenkt immer noch gegen, das heißt wieder Hände ans Lenkrad. Das ist von der Zeit her ähnlich wie bei anderen auch. Das ist jetzt blöd, in der Kurve macht das natürlich nicht, weil er immer nach außen getragen wird. Also in der Kurve macht das aktuell gut. Jetzt kommt wieder die Meldung Hände ans Lenkrad. Ich warte halt nur auf eine Gerade, gucken, wie es da macht. Da hatte ich gerade eben das Gefühl, als würde das Auto hin und her pendeln. Was bei einem Stereosystem nicht zwingend nötig ist. Das müsste man dann eigentlich auch anders hinkriegen. Aber das gucken wir uns nochmal an, bevor wir hier ein böses Urteil fällen. Fahren wir mal einen Moment und warten auf die Gerade. Im Übrigen jetzt schon, nur für alle, die das Thema Spritverbrauch noch interessiert. Wir fahren hier 130 jetzt gerade und nach dem kurzen Zwischensprint zeigt unser Auto jetzt an einen Durchschnittsverbrauch von 8,1 Litern. Ich bin mal gespannt, wo der sich jetzt noch hinentwickelt. Jetzt werde ich gerade wieder von einem Sprinter überholt. So, Eyesight ist noch an, hoffe ich mal. Jetzt ist das Eyesight-System wieder aktiv. Also Auto pendelt nach links, Pitch, und jetzt schaltet er aus. Wir versuchen es nochmal. Eyesight ist nicht an im Moment. Komisch. Also das, die Spurmarkierungen sind hier eigentlich völlig okay. Sind jetzt nicht flammneu, aber hier scheint das nicht zu können. Nee, da kommt nur die Warnung fürs Verlassen. Das heißt, er muss ja was erkennen. Also verstehe nicht, warum er dann das System nicht aktiviert kriegt. Aber auch hier übrigens zum Thema Fahrwerk. Die Bodenwellen hier auf der Autobahn, das schluckt er alles sehr schön, sehr ordentlich, sehr, sehr weich, ohne schwammig zu wirken. Sehr angenehm. So, ich hätte jetzt trotzdem gerne nochmal den aktiven Spurhalteassistenten gecheckt. Jetzt zeigt er wieder was, aber macht noch nichts. Warten wir doch mal. Wir haben ja Zeit, ne? Fand ich so, als müssten wir uns beeilen. Also für alle, die es übrigens wissen wollen, Außentemperatur aktuell, nur wegen des Verbrauchswerts, bei uns hier im sonnigen Bayern 14 Grad. So, er macht jetzt hier spurhaltemäßig erstmal gar nichts. Was wir hier. Ah, jetzt hält er gegen, jetzt hat er es wieder. Also wir gucken mal, da kommt ein Auto von hinten, das wollen wir nicht ärgern, dann lassen wir es schnell vorbei. Eigentlich, da kommt nämlich wieder was von vorne. Ein Truck auf die Strecke und den wollte ich auch nicht haben. So. Dann probieren wir gleich auch nochmal kurz den Abstandsradar aus, wie der funktioniert. Also 130 gefallen meinen Mitfahrern hier auf der linken Spur überhaupt nicht. Aber wir können es ja gleich mal hinter dem LKW ausprobieren, da sind wir langsamer. Tut unserem Verbrauch dann auch sicherlich mal gut. Der übrigens jetzt schon wieder bei 7,9 Litern ist. Also diese 130 scheint doch dafür zu sorgen, dass er sich wieder einpendelt. Und eben 180, 190 scheint er nicht so richtig zu mögen. Die Höchstgeschwindigkeit der Subaru XV mit dieser Motorisierung liegt übrigens bei 194 Stundenkilometern. Also mit dem kann man auch etwas flotter reisen, wenn man es denn will. So, ich lasse das Auto jetzt mal auflaufen auf den LKW vor mir. Da
greift der Abstandsradar, das Abstandsradarsystem, wie ich finde, richtig schön ein. Sehr soft, sehr smooth, sehr angenehm. Kein ans Auto ranfahren und plötzliches Bremsen, sondern alles ganz gediegen, ganz entspannt. Was ich aber immer noch nicht habe, ist den, ich glaube, das, was er jetzt macht, ist die Anzeige dafür, dass mein Spurhalteassistent aktiv wäre. Er lenkt aber gegen. Aber, wie wir sehen, jetzt geht er nach links, er pendelt. Das so geplant ist, weiß ich nicht. Wer sich für ein Subaru XV interessiert, der muss mindestens rund 22.900 Euro auf den Tisch legen. Dafür gibt es den Wagen mit der kleineren Motorisierung, das sind dann 115 PS, aber auch da Automatikgetriebe und viele andere Dinge wie Allrad und so weiter serienmäßig mit an Bord. Sogar dieses sogenannte EyeSight-System. Wer die größere Motorisierung fahren möchte, der muss dann schon 27.900 Euro Rounds auf den Tisch packen, hat dafür dann den 156 PS Motor und wie gesagt auch schon sehr viel Ausstattung in der Basis. Wer das Fahrzeug fahren will, das wir fahren, also großer Motor und die sogenannte Exclusive Plus Ausstattung, die Top Ausstattung, die fängt an bei rund 32.900 Euro. Hat dann aber, wie gesagt, unter anderem sogar das Schiebedach serienmäßig mit an Bord und lässt eigentlich keine Wünsche über. Also da ist eigentlich alles im Auto verbaut, was man fürs Auto kriegen kann, und fast alles. Unser Testwagen zum Beispiel, ihr kennt das, die Testwagen sind eigentlich immer super ausgestattet. Der hat tatsächlich als Gesamtpreis, ich glaube, 70 Euro mehr als die Basis, denn der hat ein Fußmattensystem hier drin von Subaru, das eben 70 Euro kostet oder 79 Euro. Und das ist alles. Also selbst beim Testwagen wurde nichts mehr eingebaut als das, was das Auto sowieso schon hat. Und das, das erfahre ich nicht so häufig. Also das passiert nicht so oft. Finde ich persönlich ganz praktisch. Du kaufst das Auto und musst dich nicht darum kümmern, wie du es ausstattest, weil du hast eh alles, was du brauchst. Finde ich ganz cool. Aber in der heutigen Zeit der sogenannten Individualisierung und des Wunsches danach, zumindest wenn wir den Herstellern glauben dürfen, ist das natürlich auch von Nachteil, weil du kannst das Auto eben nicht mit so vielen Features individualisieren. Aber ich persönlich finde es praktisch, du machst das Haken bei der Ausstattung, machst den Haken bei der Ausstattung, hast dein Auto und aus die Maus weißt genau, was der Spaß kostet, und wirst dich am Schluss nach dem Konfigurieren furchtbar überrascht. Der Subaru XV, der bietet 385 Liter maximales Ladevolumen mit aufgestellter Rückbank. Klappt man die um, dann wächst das Ganze an auf 1310 Liter. Das sind im Bereich der Kompakt-SUVs keine Bestwerte, denn da gibt es durchaus Fahrzeuge, die bieten bei aufgestellter Rückbank locker 100 Liter mehr und bei umgeklappter Rückbank sogar bis zu 300 Liter mehr oder noch mehr. Aber nichtsdestotrotz reicht es natürlich für den Alltag. Was mir ein bisschen negativ auffällt, das ist hier diese Abdeckung. Die macht ein unschönes Geräusch und sie ist halt seitlich nicht geführt. Finde ich nicht so schön, aber natürlich macht sie, was sie soll. Sie sorgt dafür, dass der Kofferraum blickdicht verschlossen werden kann und dass im Falle eines Unfalls oder einer Vollbremsung keine Dinge aus dem Kofferraum in den Fahrgastraum fliegen. Was mir positiv auffällt, ist, wir haben einen schönen glatten Ladeboden, und zwar bis in die Ecken hinein, aber dafür hier keinen glatten Übergang von der Ladekante in den Ladeboden. So, unsere Autobahnfahrt, die neigt sich jetzt dem Ende. Wir haben jetzt die meiste Zeit 130 auf dem Tacho gehabt mit Tempomat. Und was übrigens aufgefallen ist, dieser adaptive Tempomat, der macht hier auch einen relativ guten Job. Also auch da, wenn ich blinke und fahre hinter einem langsameren Fahrzeug her, so wie dem LKW, wenn ich auf einen aufrolle, dann blinke ich, und sobald ich anfange rüber zu ziehen, beschleunigt er. Finde ich sehr angenehm. Aber nichtsdestotrotz, unser Verbrauch jetzt nach der Autobahnstrecke, wie gesagt, meiste Zeit bis auf den Anfang 130. Liegen wir jetzt bei einem Verbrauch im Durchschnitt von 7,5, das Auto anzeigt. Das sind nur 0,6 über dem angegebenen Durchschnitt. Finde ich, macht einen ordentlichen Eindruck. Das haben wir auch schon anders gesehen nach der Autobahn. Bin mal sehr gespannt, wenn wir gleich in die Stadt kommen, wie sich dann der Verbrauch da verändert. Denn bis jetzt, sagen wir, das gar nicht schlecht. Wobei 7,5 bei jetzt von 130 ausgehen. War jetzt nicht so schnell, ne? Aber vielleicht hat er mir den Anfang ein bisschen übel genommen mit dem 190-Fahren. Das kann natürlich auch sein. Ich mache jetzt mal dieses Spurhaltersystem wieder aus, weil so auf der normalen Straße ist es dann doch ein bisschen anstrengend. Aber wichtig ist, nochmal das zu erwähnen auf der Autobahn, ich habe es jetzt gleich noch ein paar Mal probiert,
er bleibt einfach stumpf nicht in der Mitte von der Fahrbahn oder an einer Seite, sondern das Auto geht tatsächlich immer gemütlich zwar von links nach rechts. Damit ist es für mich nicht das, was wir bei anderen schon gesehen haben, nämlich das Gefühl von teilautonomem Fahren, sondern einfach ein Sicherheitssystem, dass das Auto in der Spur hält. Das macht es einwandfrei, da gibt es auch nichts zu meckern, das läuft wirklich gut. Aber es hat eben nicht diesen Komfort, den wir von anderen, zum Beispiel Premium-Herstellern kennen oder wie wir es auch von anderen asiatischen Herstellern kennen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Systeme anschaue, die wir im Nexo gefahren sind von Hyundai, die halten das Auto genau in der Mitte. Sehr angenehm. Also da denke ich, ist noch so ein bisschen Bedarf da, um das Ganze zu optimieren. So, wir sind jetzt im Stadtgebiet unterwegs und das heißt für mich natürlich Tempo 50. Ganz interessant ist, dass mir das Navi die Detailinformationen zu meiner vom Navi gewünschten Strecke nicht nur hier anzeigt, sondern auch oben im Zusatzinstrument und da oben als großes Schild, während ich hier unten die normale Kartenansicht habe. Ist gar nicht schlecht gemacht, weil das tatsächlich dafür sorgt, dass man noch mal mehr Informationen zum Abbiegen hat und das Display hier vorne muss sich nicht verändern. Finde ich als Idee gar nicht so schlecht. So, jetzt schauen wir mal kurz. Das Auto hat serienmäßig, wenn ich mich nicht täusche, ein Start-Stopp-System an Bord. Das heißt, ich rolle an die rote Ampel hier ran und aus. Jetzt Motor aus. Relativ unauffällig. Wichtiger ist jedoch natürlich, wie auffällig und oder wie schnell springt der Motor wieder an und das Auto ist fahrbereit. So, Fuß von der Bremse, Motor springt an. Nee, keine Verzögerung, sofort da, völlig unauffällig, macht er gut. Haken dran. So, wir starten im Endeffekt mit der Stadt. Also jetzt haben wir 7,4 Liter im Durchschnitt auf der Uhr. 7,5 waren es gerade eben beim Runterfahren von der Autobahn. Bin tatsächlich mal gespannt, wenn wir jetzt unsere paar Kilometerchen hier durch die Stadt rollen, bei, wie ich sagen würde, normalem Verkehr, wohin die Reise da mit dem Verbrauch geht. Hier ist es übrigens so, dass das Getriebe, das ja, wie ich bei der Landfahrt sagte, bei etwas dynamischerer Fahrt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, hier überhaupt nicht stört, also beim durch die Stadt rollen. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe, dann dreht er wieder etwas höher, aber hier stört es mich überhaupt nicht. Also wenn ihr primär Stadtfahrten macht und eher derjenige seid, der ruhig fährt, dann macht es einen sehr guten Job. Was mir auffällt, ich fahre hier durch die Stadt mit 50 km/h und habe eine Drehzahl von nur 1000 Umdrehungen. Und das ohne, dass ich viel tun muss. Der passt jetzt tatsächlich variabel an. Also auch wenn ich jetzt kein Gas gebe, ich verändere jetzt gar nicht irgendwas, dann passt das Getriebe anscheinend so ein bisschen die Übersetzung hier und da an. Das ist ganz spannend zu sehen, wenn man sieht, ich fahre jetzt aktuell 40, weil ich nicht schneller kann. Und ich sehe mal, ich habe so 1000, 1100, 1200, 1000. Das erscheint, dass ich wahrscheinlich aufgrund der Momentanforderung, also der Kraftanforderung, anzupassen. Das war jetzt zum Beispiel so ein richtiges Gullideckelloch. Fährt er gut durch. Getriebe, Aufhängung ist sehr ordentlich. So, jetzt haben wir mal, wie versprochen, angehalten, um zu schauen, wie viel Platz ist eigentlich hinten im XV. Was direkt auffällt ist, die Tür geht sehr weit auf und das sollte das Einsteigen erleichtern. Jetzt kommt der große Lars ins kleine Auto und kniemäßig überhaupt kein Problem, passt. Bisschen Luft da, Füße können sich auch bewegen, aber mein Kopf, der stößt an. Also ich kann mich hier, auch wenn ich will, nicht wirklich gerade reinsetzen, aber nichtsdestotrotz, ich passe hinter mich, wenn auch leider nicht ganz bequem. Da kommt eben wieder das Thema durch, abfallende Dachlinie. Ne? Manchmal ist der Look eben dann doch nicht alles. Dieses neue serienmäßige Sicherheitssystem der Subaru XV, das sich EyeSight nennt, das ist wie gesagt Standard und arbeitet im Grunde mit zwei großen Kameras hier oben. Die kann man sehen, das sind Stereo-Kameras. Da muss ich leider ein bisschen Abzüge in der B-Note erteilen, denn dieser Einbau hier oben, der wirkt schon ein bisschen klobig von innen. Aber nichtsdestotrotz, das System ist serienmäßig mit an Bord und bietet so eben zum Beispiel einen adaptiven Tempomaten, einen aktiven Spurhalteassistenten, einen Notbremsassistenten, einen Anfahrt-Kollisionswarner und vieles mehr. Und damit kann man direkt schon sehen, dass der Subaru XV bereits in der Basis auch schon über viele Sicherheitsfeatures verfügt,
die einfach im Standard mit dabei sind. Wenn ihr die Komfortausstattung dazu nehmt, dann habt ihr zum Beispiel Sachen wie eine Rückfahrkamera noch mit dabei. Dann habt ihr unter anderem auch eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eben nicht eine normale Klimaanlage an Bord. Und habt dann tatsächlich ein Fahrzeug, das eben, wie ich finde, was die Sicherheitsfeatures und die Assistenzsysteme angeht, doch so umfassend ausgestattet ist. Das hat zum Beispiel dann sogar einen Querverkehrswarner beim Rückwärtsfahren damit dabei. Also wirklich sehr viele Dinge, wo ich bei anderen Herstellern immer wieder die Extras klicken muss. Das brauche ich hier nicht, finde ich persönlich einen echten Vorteil. Unser Auto hat unter anderem ein Schiebedach, ein Glasschiebedach mit an Bord. Und das Spannende ist, ich habe geschaut, was denn das eigentlich kostet. Denn wir fahren die Top-Ausstattung, also das heißt Exclusive Plus, die es übrigens nur für den großen Motor gibt. Und da ist das Schiebedach Serie. Dann habe ich aber im Konfigurator und in der Preisliste geschaut, was kostet das eigentlich, wenn ich sage, ich will unbedingt ein Schiebedach haben, will aber nur die Komfortline kaufen oder die Komfortversion kaufen. Da kann ich ganz ehrlich gesagt nichts finden. Ich finde nur, dass es das optional gibt. Aber ich finde keinen Preis, also kann ich euch dazu nichts sagen. Das heißt, da bitte mal beim Händler nachfragen, wenn ihr euch fürs Auto interessiert und wollt ein Schiebedach haben, ob es das überhaupt für die anderen Versionen gibt. Ganz spannend fand ich übrigens auch, dass in der Zubehörliste oder in der Aufpreisliste steht, Radarsensoren, also Parksensorik vorne und hinten. Und da steht tatsächlich drin, A, kosten die nicht ganz 1000 Euro Aufpreis zusammen, gibt es auch einzeln, aber egal. Was ich ganz spannend fand, da stand drin, inklusive Einbau- und Lackierarbeiten. Was für mich so viel heißt, wie die werden nicht ab Werk verbaut, sondern die werden hier in Deutschland nach Bestellung montiert. Finde ich persönlich ganz spannend für ein Auto, das auf Bestellung nach Deutschland geliefert wird. Aber so ist es halt, wenn man bei einem Importeur kauft. Da kann auch sowas mal passieren. Ich kann mich erinnern, ich hatte das früher mal bei dem Toyota. Da wollte ich eine Klimaanlage im Auto haben. Da hieß es auch, okay, du kannst das Auto bestellen. Ist allerdings schon 25 Jahre her. Und wenn du die haben willst, kriegst du die. Aber wir bauen die hier in Deutschland ein. Also das scheint es auch heute noch zu geben. Die Wahl des richtigen Motors beim XV, die fällt nicht so richtig schwer, denn es gibt fürs Fahrzeug tatsächlich nur zwei Motorisierungen. Das ist ein 1,6 Liter Vierzylinder Boxermotor mit 116 PS oder aber ein 2 Liter Vierzylinder Boxermotor mit 156 PS. Das ist der, den wir fahren. Auch beim Thema Schaltung gibt es keine Auswahl, denn die Fahrzeuge haben immer serienmäßig das stufenlose Automatikgetriebe mit an Bord. Und ebenfalls immer mit an Bord ist der Allradantrieb von Subaru. Jetzt nochmal das Thema Fahrwerk und Lenkung. Subaru sagt, dass das Auto durch die neue globale Plattform, auf der es jetzt basiert, ist übrigens die zweite Generation des Fahrzeugs, nochmal verwindungssteifer ist, nochmal besser auf der Straße liegt, eigentlich alles besser macht. Ich finde die Lenkung im Auto völlig in Ordnung. Der Wagen lässt sich wirklich gut fahren. Ich finde tatsächlich auch, dass der trotz einem relativ hohen Bodenfreiheit oder relativ viel Bodenfreiheit sehr ordentlich liegt und nicht so viel, sich nicht so viel neigt und nicht so viel kippt. Und da, wie gesagt, trotz des doch relativ hohen Schwerpunkts einen guten Eindruck hinterlässt. Und da stört mich eigentlich überhaupt nicht, dass das Auto höher liegt. Ganz im Gegenteil, ich habe halt die höhere Sitzposition, damit diese Übersicht, die viele Leute gerne mögen. Das funktioniert ganz gut. Und auch beim Fahrwerk muss ich sagen, bisher ist es so, dass der Wagen für so einen kompakten wirklich gut unterwegs ist. Also ich habe ein komfortables Fahrwerk, das aber trotzdem so straff abgestimmt ist, dass der Wagen eben nicht kippt und neigt oder fast gar nicht. Und das schluckt aber die Bodenunebenheiten, wie ich finde, sehr ordentlich. Ich habe hier nie das Problem oder das Gefühl, dass irgendwas durchschlägt oder hart durchkommt. Der federt das alles sehr ordentlich und sehr vernünftig und soft weg, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich keinen Kontakt zur Straße hätte. Also da muss ich sagen, finde ich, dass der Wagen in seinem Segment wirklich einen sehr ordentlichen Job macht. So, jetzt hier auch wieder so eine Kurve, ein bisschen schärfer, ein bisschen schneller gefahren. Liegt wirklich gut, also gibt es absolut nichts zu meckern. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, kommt so ein bisschen die Subaru-Sportwagen-Gene durch. Da macht er schon Spaß und das kann er wirklich gut. Jetzt haben wir übrigens unsere Stadtfahrt hinter uns und sind jetzt auf dem Weg zur Tankstelle, noch knappe 10 Kilometer. Und
unser Fahrzeug hat jetzt nicht wirklich Boden gut gemacht in der Stadt, was mich tatsächlich ein bisschen wundert. Ich hätte erwartet, dass mehr passiert, zumal der Wagen tatsächlich mit sehr geringen Drehzahlen in der Stadt gefahren ist. Aber Durchschnittsverbrauchanzeige immer noch 7,4 Liter. Hat sich also nicht wirklich was verändert. Ich muss allerdings fairerweise sagen, dass mein Stadtanteil heute relativ kurz ausgefallen ist. Und dafür auch Entschuldigung, ich habe mich auf der Autobahn einfach ablenken lassen von dem Spurhalteassistenten, den ich unbedingt ausprobieren wollte, weil ich einfach nichts Falsches erzählen möchte, wenn ich sage, der pendelt. Und habe dabei die Ausfahrt verpasst und musste damit heute knapp 10 Kilometer mehr Autobahn fahren. Oder rund 10 Kilometer mehr Autobahn fahren. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich diese Kilometer an anderer Stelle wieder reinfahren muss, wenn ich denn an derselben Zapfsäule wieder volltanken will. Und damit ist die Stadtfahrt leider ein bisschen kürzer ausgefallen. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir, aber selbst bei, was haben wir jetzt gehabt, 10 Kilometer in der Stadt oder 15, 10 um den Dreh, hätte das eine andere Auswirkung gehabt, wenn er dort signifikant weniger gebraucht hätte. Denn wir reden von insgesamt 100 Kilometern, die wir fahren. Und das haben wir auch schon gesehen, weil wir in die Stadt reinfahren, dass häufig die Verbräuche sich massiv verändern. Und hier ist es tatsächlich so, es hat im Grunde genommen überhaupt keine Auswirkung gehabt. Ich würde mal sagen, was der am liebsten mag, ist gemütlich über Land rollen. Einfach schön mit der durchgehend gleichen Geschwindigkeit. Da fühlt er sich motortechnisch am wohlsten. Wenn man so wie jetzt gerade wieder, weil hier darf ich nicht schneller, wieder 50 fährt, finde ich es tatsächlich spannend, dass der bei einem Drehzahlbereich so zwischen 1000 und 1200 Umdrehungen liegt. Das ist mir jetzt bei anderen Autos so nicht aufgefallen. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen verpeilt, aber jetzt zum Beispiel gedacht, da kommt eine leichte Steigerung, geht er auf 1500 hoch, also völlig von alleine. Und aber übrigens, da passiert etwas, das ist mir bei dem Getriebe aufgefallen. Das ist leider nicht so schön. Wenn ihr über Land fahrt und habt halt ein bisschen Gefälle oder unterschiedlich starken Gegenwind und solche Geschichten, reagiert das Getriebe da drauf. Und das heißt, wenn dieses Getriebe schaltet, habt ihr manchmal so ein bisschen das Gefühl, als würde es nicht wissen, will ich jetzt eigentlich so viel oder so viel Übersetzung haben. Das heißt, dass je nachdem, gerade wenn ihr den Fuß ruhig lasst auf dem Gas, dann springt es ein bisschen hin und her. Und das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Von der Funktionalität her völlig egal, aber fühlt sich zum Teil ein bisschen komisch an. Vielleicht bin ich einfach auch nur empfindlich. Ich wollte es aber loswerden, nicht, dass nachher heißt, wieso hast du das nicht erzählt, das weiß man doch. Scheint aber auch typisch zu sein für diese Getriebe. Aber ansonsten finde ich mal das Getriebe einen guten Job. Aber egal, jetzt sind wir auf dem letzten Stück quasi auf der Zielgeraden und jetzt bin ich mal gespannt, wo unser Verbrauch am Schluss liegt. Was wir noch machen müssen, ist das Thema Praktikabilität ablagen und solche Sachen. Und da macht der Subaru, ich finde, einen vernünftigen Job, einen vernünftigen Eindruck. Wir haben hier in der Tür eine vernünftig große Ablage, haben hier oben sogar einen geschlossenen Griff, wo man auch noch was reinlegen kann. Ich kann hier vorne etwas größere Flaschen unterbringen, das gleiche auf der Beifahrerseite. Ich habe ein, ich glaube, ja, normal großes Handschuhfach, das ist jetzt nichts riesig Großes, aber ich habe hier in der Mitte eine schöne Ablage vorne in der Mittelkonsole, die ist relativ großzügig. Dann habe ich hier hinter der Schaltkulisse nochmal zwei Becherhalter, die auch normal sind von ihrer Größe her. Dahinter noch so ein kleines Fach, ganz schmalen Schlitz. Da kann man super zum Beispiel ein Portemonnaie oder ein Handy reinlegen. Muss allerdings ein kleines Handy sein. Meins passt da nicht rein. Und ihr habt dahinter noch hier unter der Mittelarmlehne, die übrigens, wie ich finde, vernünftig gepolstert ist, nochmal ein schönes, großes Fach, wo möchte ich was reinpasst, sodass man hier vorne nicht über zu wenig Ablagen meckern könnte. Auf der Rückbank gibt es in den Türen auch vernünftige Ablagen und auf der Rückbank gibt es in der Mittelarmlehne, die man runterklappen kann, auch nochmal zwei Becherhalter. Von daher denke ich, dass das völlig in Ordnung ist. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich viel, aber auch nicht zu wenig. Was es hier übrigens nicht gibt, das finde ich persönlich ein bisschen schade, ist, es gibt kein induktives Laden fürs Telefon. Daran habe ich mich so ein bisschen gewöhnt. Das finde ich mittlerweile sehr schön bei den Fahrzeugen, aber es gibt USB-Anschlüsse, in diesem Fall sogar zwei, nämlich einen noch hier in der kleinen Box. Und dank Apple CarPlay und Android Auto funktioniert das mit dem USB so gut, dass man das durchaus benutzen kann. Ein wichtiger Hinweis übrigens noch, das ist mir bei diesem Auto aufgefallen. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, weil das ist mir durch Zufall aufgefallen. Ich habe mein Telefon verbunden per Bluetooth mit dem Auto und hatte halt Musik und so weiter vom Handy abgespielt, was alles völlig in Ordnung war. Hab dann aber bei Beginn dieser Testfahrt das Auto per USB gekoppelt, also per Apple CarPlay. Und das Spannende war in dem Fall, lief bereits ein Stück,
Und während ich das Auto ansteckte und hier am das Auto, während ich das Handy verbunden habe und hier am Handy den PIN eingab, lief das Stück über Bluetooth weiter. Im Moment, wo das Handy aktiv war, schaltete das Auto aber mitten im Lied um. Das heißt von Bluetooth auf Apple CarPlay und hat einfach das Lied weitergespielt. Und die Klangqualität bei Apple CarPlay war um Längen besser. Also das Sounderlebnis war ein völlig anderes. So ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr von normalem FM auf DAB Plus umschaltet. Also wirklich ein anderes Volumen dahinter. Finde ich ganz spannend. Probiert es einfach mal aus, auch bei eurem Auto. Mich würde interessieren, ob ihr das auch bei anderen Autos so erleben könnt. Mir ist das bis jetzt, trotz all der Autos, die ich gefahren bin, so nie aufgefallen. So, jetzt haben wir die Tankstelle fast erreicht und aktuell Durchschnittsverbrauch angezeigt 7,3 Liter. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie viel wirklich nachgetankt wird. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt. 100 Kilometer im Subaru XV 2 Liter Benziner in der Ausstattungslinie Exclusive Plus. Bevor wir aber zum Verbrauch kommen, noch ein paar Worte zum Auto im Allgemeinen. Was mir jetzt ganz gut gefällt, ist, dass Subaru ein Interieur bietet, das so ein bisschen im Hier und Heute angekommen ist. Also wirkt deutlich moderner als bei manch älterem Fahrzeug. Wobei ich dazu sagen muss, die Implementierung des Infotainment-Systems, die wirkt immer noch so ein bisschen unbeholfen, aber wichtig, das Infotainment-System funktioniert super. Man kann komplett problemlos auch Apple CarPlay, Android Auto nutzen, auch die Eingabe von Adressen, alles einfach, schnell und sauber. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der Platz auf der Rückbank. Ich passe zwar hinter mich, aber durch diese leicht coupéhafte Form, durch die stark abfallende Dachlinie, habe ich nicht genug Kopfraum und hätte man jetzt hier eher auf ein typisches SUV gesetzt, also was die Form angeht, wäre da hinten sicherlich ein bisschen mehr Platz. Aber nicht jeder ist so groß wie ich. Was mir beim Fahrzeug beim Fahren sehr positiv aufgefallen ist, das ist das Fahrwerk. Denn der Wagen federt komfortabel, liegt trotzdem so straff, dass man in den Kurven kaum Neigen oder Wippen hat. Macht wirklich da Spaß, ihn auch ein bisschen sportlicher zu fahren. Da kommen wir aber direkt auch wieder zu dem, was ich gar nicht am Auto mag. Das ist nämlich das Getriebe. Diese sogenannte Lineartronic ist einfach nicht mein Getriebe. Wenn man normal ruhig fährt, durch die Stadt gleitet, über Land gemütlich fährt, funktioniert das alles gut. Wenn man das Auto mal ein bisschen sportlicher, ein bisschen dynamischer bewegen will, und das mache ich nun mal gerne, dann hat man immer das Gefühl, dass man komplett entkoppelt fährt. Man hat nie dieses direkte Feedback zwischen Gas geben und Gasannahme am Auto. Und das liegt nicht am Motor, denn der Boxer, das weiß ich, der kann was. Es liegt tatsächlich an dem Getriebe, es soll aber Sprit sparen. Bevor wir darauf kommen, noch ein kurzes Wort zum Auto von außen. Neben der Farbe, die nicht meinen Geschmack trifft, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie ist der Subaru XV rein optisch nicht mein Auto. Aber das ist tatsächlich Geschmackssache. Ich mag bei einem SUV lieber diese klassische SUV-Form. Subaru gibt das Fahrzeug, das wir gefahren haben, mit dem 2 Liter Benziner an, mit 6,9 Litern auf 100 Kilometer. Nach unserer Fahrt, angepasst, normal wie immer, hat der Wagen angezeigt 7,3 Liter. Und an der Tankstelle, da hat sich gezeigt, Subaru lügt nicht. Denn wir haben tatsächlich nur 7,7 Liter knapp nachgetankt. Und das heißt, wir liegen im Verbrauch an der Zapfsäule am Ende immer noch nur 0,8 Liter über dem, was in den Papieren steht. Das finde ich ist ein absolut vertretbarer Wert. 156 PS, Allradantrieb und ein SUV. Da kann man mit 8 Litern oder unter 8 Litern Benzin, wie ich finde, durchaus leben. Was mir übrigens sehr gut gefällt bei diesem Subaru ist die Preisgestaltung. Denn der Wagen startet bei rund 22.900 Euro in der Basis. Unser Modell, das wir fahren, das startet bei rund 32.900 Euro, eben mit dem großen Motor an Bord und in der Top-Ausstattung. Und dann war es das auch schon. Dann gibt es kaum noch Ausstattungsmerkmale, die man dazu kaufen kann oder kaufen muss. Und das heißt, ich muss mich nicht durch unendlich viele Listen wühlen, um rauszufinden, was kostet mein Auto wirklich. Nee, hier das kann man quasi sagen, gekauft wie gesehen, zumindest was den Preis angeht.